So, dieses Mal ein Design Pattern der Event Aggregator wird dazu benutzt, um zwischen verschiedenen Teilen der Software miteinander ereignisbasiert zu kommunizieren. Also ein Teil der Software feuert ein Event und ein anderer Teil der Software reagiert darauf. Er wird auch genutzt, um Abhängigkeiten zwischen diesen Teilen auf ein Minimum zu reduzieren. Denn die zwei Komponenten müssen sich gegenseitig nicht kennen. Das Einzige, was beide kennen, ist der Event Aggregator und das entsprechende Event, was gefeuert wird bzw. empfangen wird. Gleich vorweg, der Event Aggregator hat eine große Leidenschaft. Er hält sich gerne Referenzen auf Objekte. Das heißt, im Endeffekt muss man sehr gut aufpassen, um keine Speicherleichen zu bekommen. Die Speicherleichen haben sonst denn das Problem, dass der Arbeitsspeicher steigt und steigt und steigt. Jedes Mal, wenn ihr ein Objekt erstellt, wird dieses Objekt, wird Arbeitsspeicher referenziert, und wenn sich dieses Objekt beim Event Aggregator registriert und nicht mehr deregistriert, dann bleibt die Referenz vorhanden und der Garbage Collector kommt nicht vorbei und räumt das Objekt weg. Also bleibt es immer im Arbeitsspeicher hängen. Das ist man als .NET oder Java-Entwickler nicht so gewohnt, aber in diesem Fall muss man auf das aufpassen. Wir werden uns ansehen, wie das funktioniert. Aber zuerst das Event Aggregator Pattern. Neue Klasse Event Aggregator. So. Und diese Klasse bekommt zwei Methoden. Eine Methode Subscribe, die erhält ein Delegate, eine Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn sich auf ein bestimmtes Event registriert wird. Das zweite ist Publish. So, und beim Publish wird sozusagen das Ereignis ausgelöst. Das heißt, wenn wir uns auf ein Event subscriben, dann von einem bestimmten Datentyp, also wenn ein Event von einem bestimmten Datentyp gefeiert wird, dann möchten wir, dass diese Funktion ausgeführt wird, beziehungsweise um ein Event für einen bestimmten Datentyp zu feuern, gibt es das Publish und dann geben wir die Daten entsprechend mit. So wie das Pattern hier ist, also es gibt mehrere Varianten, wie man mit dem Event Aggregator arbeitet. Eine Variante ist es, dass es so einen Event-Namen gibt. Dann würde man hier String Message mitgeben und auch beim Public würde man hier String Message mitgeben. In diesem Fall handelt es sich aber dann meistens um so Magic Strings. Also der eine, der ein Event feuert, auslöst, muss hier den entsprechenden Eventnamen mitgeben. Und hier derjenige, der sich auf das Event registriert, muss hier auch den gleichen Eventnamen mitgeben. Ja, und diese Strings sind dann immer so magic, weil sie eine ganz bestimmte Bedeutung haben, vom Compiler allerdings nicht geprüft werden und sehr anfällig sind auf Tippfehler. In diesem Fall machen wir es etwas anders. Und zwar sagen wir, wir registrieren und feuern über einen bestimmten Datentyp. Das heißt, es gibt eine Art Event-Objekt, ein Message-Objekt, das das Event beschreibt, auf das ich mich registrieren möchte oder feuern möchte. Wird danach im Beispiel vielleicht klar. Wer viel mit JavaScript oder Web-Frameworks zu tun hat, auch hier gibt es manchmal das Design-Pattern von Event-Aggregator, wie zum Beispiel in Aurelia oder auch anderen Frameworks. Hier gibt es die String-Message-Variante und dann auch mit entsprechenden Daten. Also, ja, in JavaScript gibt es ohnehin nicht so die tolle Typunterstützung und daher hat man sich dort dafür entschieden. So, wenn wir uns subscriben, dann möchten wir das nur tun, wenn die Action ungleich null ist. Und dann merken wir uns in einer Liste
der Event-Type und die Methode, die dann aufgerufen werden soll. Das sind unsere Registrations. Ist gleich New Nein, Liste. So, also, wenn sich jemand auf das Event registriert, subscribe, wird diese Methode mit dem entsprechenden Typ hier in diese Liste eingefügt und beim Publish wird einfach diese Liste durchgearbeitet und dann die entsprechenden Methoden ausgeführt. Also, wenn die Action gleich null ist, dann geben wir das dazu. So, was ist der Typ? Wir haben gesagt, der Typ T bestimmt sozusagen unser Event, unseren Typ von Event. Also geben wir hier mit Type of T und die entsprechende Action. So, damit können wir uns auf das Event registrieren. So, wie publishen wir das? Gut, wir kopieren möglicherweise als erstes die Liste. Und zwar aus einem einfachen Grund, so, die Abarbeitung ist synchron. Das heißt, wenn wir in einer Multithreaded Environment sind, also wenn mehrere Threads gleichzeitig darauf zugreifen, dann sollte es nicht passieren, dass sich jemand auf das Event subscribed, also dass jemand Subscribe aufruft und diese Liste verändert, während wir hier mit ForEach diese Liste abarbeiten. Sonst gibt es nämlich einen Fehler. Und um das zu verhindern, kopieren wir uns kurz vorher die Liste mit den entsprechenden Einträgen, um dann anschließend die Liste durchzugehen. Nicht perfekt thread-safe, ist mir vollkommen klar, aber unter Umständen nicht so schlecht. Vor allem deswegen, weil, wie gesagt, die Abarbeitung synchron läuft und daher unter Umständen länger dauern könnte. Also, wenn wir ein Event, ein Publish aufrufen, dann gehen wir die Liste durch, sehen nach, ob der Typ übereinstimmt und wenn der Typ übereinstimmt, dann rufen wir die Methode auf, wir casten die noch kurz, Item Method to Call und geben ihm mit die Daten, die hier reinkommen. Also hier suchen wir die, gehen wir alle Registrierungen durch, wenn der entsprechende Typ vorkommt, dann nehmen wir diese Methode, rufen diese Methode mit den entsprechenden Daten auf. So. Jetzt machen wir noch Folgendes. Ist gleich null. Machen wir uns hier noch kurz ein Object Locker. Und locken das kurz. So, das ist jetzt natürlich eine Liste von dem Typ. Und beim Initialisieren locken wir den Locker, um hier halbwegs thread-safe zu sein. Vielleicht auch hier noch kurz Locker. Okay, soweit so gut. Jetzt hätten wir eigentlich unseren Event Aggregator implementiert, inklusive ein klein wenig Thread Safety. Was wir noch nicht haben, wie gesagt, jedes Mal, wenn sich jemand registriert, dann könnte es zu einem Problem kommen. Aber vorher wollen wir diesen, also zu einem Problem können wegen Memory Leak. Vorher wollen wir diesen jetzt mal testen. Das heißt, wir machen eine Demo-Klasse, die heißt MessageObject und die bekommt public string irgendwelche Daten, getZet und im Main Event Aggregator ist gleich New Event Aggregator und jetzt sagen wir subscriben uns jedes Mal, wenn jemand ein Message-Objekt, also dieses Event mit diesem Typ feuert, dann hätte ich gerne folgende Methode aufgerufen. Info. Static void info bekommt ein Message-Objekt rein. Oh,
Sponsor Right Line Event received und dann gehen wir noch mit O.Data. So, was gefällt ihm hier nicht? Natürlich, das ist eine Methode, die aufgerufen werden soll. So, also jetzt sind wir drauf, subscribed. Das heißt, das ist so ein klassisches Objekt, das sich auf ein Event des Event Aggregators registriert oder auf ein bestimmtes Event registriert. Eine andere Komponente könnte jetzt sagen, Event Aggregator.publish und was publishen wir? Ein Message Objekt, New Message Objekt und dann gehen wir mit Data ist gleich New Event. Also durch das Publish, hier werden wir registriert und durch das Publish müsste dann eigentlich dieses Delegate, das hier mitgegeben wird, aufgerufen werden und diese Methode aufgerufen werden. So, wenn wir jetzt ein anderes Event gerne hätten, dann bräuchten wir hier unter Umständen ein anderes Objekt. Wenn wir Unterscheidungen treffen wollen, dann brauchen wir ein anderes Objekt. Wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir irgendwie die Magic Strings. Die unterscheiden. Wir unterscheiden in dieser Implementierung durch den Typ. So, also wir haben Subscribe, wir haben Publish. Natürlich müssen die Elemente, die Methoden auf den gleichen Event Aggregator gehen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Gut, jetzt wollen wir uns noch kurz um das Memory Leak kümmern. Die klassische Implementierung schaut hier so aus, dass es hierzu eine Subscription-Klasse gibt, die wir beim Registrieren zurückgeben. Das heißt, wir haben hier eine Subscription und um die Features von .NET Framework ordentlich zu nutzen, implementieren wir das Interface iDisposable, um hier Speicher freizugeben. So, und die Subscription erhält eine Action Remove Method. Das ist die Methode, die aufgerufen wird, wenn der Speicher wieder freigegeben werden soll. Also if this remove method ungleich null remove method. Ja, Fragezeichen woke wird natürlich auch funktionieren. So, publish, Konstruktor. In Konstruktor geben wir diese Methode mit und sagen, okay, this remove method is remove method. Das ist auch alles, was wir brauchen, um Memory Leaks zu vermeiden. Indem wir eine Subscription liefern und wenn wir uns deregistrieren wollen von dem Event, dann rufen wir das Dispose der Subscription auf. Das muss jetzt natürlich hier noch integriert werden. Das heißt, beim Subscribe liefern wir zurück eine Subscription und nachdem wir uns registriert haben, liefern wir zurück die Subscription. Return New Subscription und hier müssen wir eine Methode angeben und diese Methode soll jetzt sozusagen das Objekt, das hinter dieser Action liegt, wieder aus dieser Liste entfernen. Also wir wollen uns, im Konstruktor geben wir hier mit, was muss getan werden, wenn wieder Speicher freigegeben werden soll, wenn die Subscription aufgelöst werden soll, also deregistriert werden soll. So, das ist eine Action, also eine anonyme Methode, in welcher wir jetzt Folgendes machen: aus der Event Registrations rufen wir mit Remove wieder auf. Okay, wir deregistrieren wieder Type of T mit der zugehörigen Action. Also das, was wir hier registrieren, deregistrieren wir dann oder deregistrieren wir wieder so. Also hier wird es in die Liste reingeschmissen, hier wird es von der Liste wieder rausgegeben. Wann wird diese Zeile aufgerufen? Sie wird im Konstruktor als Methode mit übergeben und wird aufgerufen, wenn in der Subscription Dispose gemacht wird. Dadurch können Memory Leaks verhindert werden. Und wie geht das dann jetzt? Achso, die Default Subscription wäre vielleicht nicht schlecht. Also für den Fall, dass wir Null übergeben haben, dann geben wir einfach eine neue Subscription zurück, die nichts macht. So. Geht das jetzt?
Was sagt der Compiler? Irgendwo ist ein Fehler. Okay, das ist public, die Subscription ist nicht public, das muss natürlich so sein. So, jetzt aber. Genau. So, das heißt, wenn wir hier Subscribe machen, dann bekommen wir hier eine Subscription zurück. Subscription. Und das IDisposable haben wir deswegen, damit wir jetzt sagen können, using Subscription. Und hier ist der Code, in dem die Subscription genutzt werden soll. Das heißt, sobald dieser Using-Block verlassen wird, wird automatisch, ohne dass wir irgendetwas anderes machen, das Dispose aufgerufen und demnach wieder vom Event deregistriert. Damit das Thema noch geht, muss das natürlich hier rein. Und dadurch wird der Speicher freigegeben. Also, wenn wir verschiedene Klassen haben, ja, machen wir jetzt ein Beispiel mit Klassen. Wir nehmen eine Klasse, die heißt Component1 und wir machen eine Klasse, die heißt Component2. Component2. So, und die Component1 bekommt eine Methode public void fire event. Mit irgendeinem String. So, fire event. Und die Component 1 erhält einen Event Aggregator. Und zwar im Konstruktor übergeben. Also wir machen Inversion of Control. Idealerweise haben wir hier noch einen Interface für den Event Aggregator. Machen wir das kurz gleich. Event Aggregator, rechte Maustasten, Refactorings, Extract, Interface. Diese beiden Methoden, okay. So, somit erhält die Component 1 nur mehr einen I-Event Aggregator und nicht mehr die konkrete Implementierung. Diesen merken wir uns. Ja, in Version of Control heißt, wir erzeugen keine Objekte selber, sondern wir bekommen diese von außen übergeben. So, hier machen wir etwas Spannendes. Also, hier gibt es Fancy Code. Und wenn wir Fancy Code haben, dann machen wir, okay, Aggregator.publishEvent und zwar mit einem neuen Message-Objekt, wo wir die Daten gleich mitgeben. Also, diese Komponente feuert ein Event. Sie kann sich auch auf Events registrieren, wenn sie will. Machen wir noch eine Klasse, ein zweites Event. Message Object 2. So, die bekommen einen Int. Demo Value. So, und jetzt, das brauchen wir nicht. Und jetzt können wir in unserer Component 1 auch noch sagen, okay, wir haben den Event Aggregator schon, wir wollen uns auch auf ein bestimmtes Event subscriben, also wenn das aufgerufen wird, dann möchten wir informiert werden. Das machen wir klassischerweise im Konstruktor, denn solange dieses Objekt lebt, möchten wir informiert werden. Also, wir machen ein Subscribe auf den Datentyp Message Object 2 und rufen dazu die Methode auf, ja, void message received int value, keine Ahnung, console write line received value. So, und das, was wir hier mitgeben wollen, ist, wir bekommen hier irgendwelche Daten mit und rufen auf message received mit m.demoValue. Also wenn das Event auftritt, subscriben wir uns auf dieses Component 1, wird dann informiert, sobald es ein Objekt gibt von Component 1,
Also alle Objekte subscriben sozusagen drauf, registrieren sich auf dieses Event und wenn jetzt ein Event aufgerufen wird mit diesem Typ, dann wird diese Methode Message Received aufgerufen und dort entsprechend etwas ausgegeben. So, um ein Memory Leak zu vermeiden, wollen wir uns natürlich oder müssen wir uns natürlich die Subscription merken. Event Subscription. So, und diese geben wir hier rein. Und um den Speicher auch wirklich freizugeben, implementieren wir hier iDisposable und sagen, okay, Event Subscription, Fragezeichenbank, Dispose. So, jetzt wird die Subscription freigegeben, das Objekt entsprechend aus dieser Liste mit den Events wieder deregistriert, indem wir die Subscription freigeben. So. Also, wir bekommen immer einen Event Aggregator. Wir subscriben uns im Konstrukt auf die Events, die wir gern hätten. Und wenn wir Events feuern wollen, dann sagen wir einfach Aggregator Publish und geben das entsprechende Objekt mit. So, Message Object 2, Blödsinn, Component 2 möchte etwas Ähnliches machen. Also bekommen wir wieder einen I-Event Aggregator, Aggregator und im Konstruktor übergeben. Component 2. I-Event Aggregator, Aggregator auch hier wieder, oder Event Aggregator, auch hier wieder in Version of Control verwendet, gerne auch mit Throw New Argument Null Exception, wenn dieser null sein sollte. Und auch hier Aggregator.subscribe. Wir subscriben uns auf ein Event und zwar diesmal auf Message Object. Und sagen, wenn dieses aufgerufen wird, dann hätten wir gern folgende Methode aufgerufen. Also void event received string message console write line name of component 2 received message. So, und hier rufen wir jetzt diese Event Received auf. Mit O.data, mit den Daten, die wir erhalten haben. Also auch hier haben wir uns auf dieses Event von diesem Typ registriert und delegieren dann sozusagen den Aufruf auf diese Methode. Auch hier nicht vergessen die Subscription. Und iDisposable implementiert. So, Steuerung.enter. Hier fehlt offensichtlich was. Name of fehlt. So. Wir haben das Dispose. Im Dispose wird wieder die Subscription freigegeben. Subscription, Fragezeichen, Punkt, Dispose. Und Subscribe. Liefer deine Subscription, auf die wir registrieren. Diese Komponente erhält nur Infos, also Events. Registriert sich nur auf Events. Sie feuert selbst keine. Ist ja okay. Sie kann welche feuern, muss aber nicht. So, was tun wir jetzt in unserem Programm hier? Also, in unserem Programm haben wir einen Event Aggregator. Haben wir eine Component 1. Die einen Event Aggregator erhält. Wir haben eine Component 2, die einen Event Aggregator erhält. Das muss natürlich der gleiche sein. Dann geben wir C1, also C1 und C2 wird wieder Speicher freigegeben. Und sobald wir jetzt C1 File Event meine Nachricht aufrufen, von C1 und wenn wir jetzt auch noch sagen von mir aus, okay, Event Aggregator, subscribe auf mal gucken, Mess Component 1 feuert, Message received, write line, file event, liefert ein Message Object und subscribe sich selbst auf Message Object 2, das heißt,
Wenn wir hier noch kurz im Programm sagen Publish Message Object 2, Demo Value ist natürlich 42, was sonst? Geschwungene Klammer zu, runde Klammer zu, Strichpunkt. Diese Methode brauchen wir nicht mehr. Und wenn wir das jetzt ausprobieren, passiert Folgendes. Also Component 1 und Component 2 werden erzeugt. Component 1 ruft Fire Event auf. Dieses Fire Event, go to implementation, published ein Event vom Typ Message Object. Component 2 subscribt sich darauf, das heißt, und ruft dann das Event Received auf. Das heißt, sobald hier File Event aufgerufen wird, wird auch das Event Received hier aufgerufen. Außerdem feuern wir hier Message Object 2 und die Component 1 hat sich darauf ja registriert im Konstruktor, das heißt, dann wird auch dieses Received hier aufgerufen. So, probieren wir das kurz aus. So, wo ist die Konsole hin? Oh, da haben wir noch einen Fehler. Null Reference Exception. Ah, ja, klar. Logisch. Rex ist gleich. So. Habe ich ja zuvor noch verändert hier. So, Component 2 received meine Nachricht von C1. Und auch C1 received 42. Das heißt, es funktioniert. Wir können das auch kurz durchdebuggen, um es noch klarer zu machen. So, fangen wir gleich ganz vorne an. Rein mit F11. Wir subscriben uns beim Event Aggregator. Dabei wird die Methode mit übergeben in diese Action, die wirklich aufgerufen werden soll. Und wir registrieren uns, dass wir in diesen Typ hier, in diese Liste den Typ reingeben und beziehungsweise eine Subscription zurückgeben, die im Dispose dann entsprechend oder die sich selbst wieder eine Methode merkt, wie sozusagen diese Methode, die hier mitgegeben wird, diese Action wieder aus der Liste rausgeschmissen wird. Also es geht so über drei Ecken. Also auch in der Subscription wird die Remove-Methode, wo entsprechend entfernt wird, hier gemerkt. Und dann wird das gleiche mit Component 2 gemacht. Und nachdem wir nun File Event aufrufen von C1, wird ein Publish aufgerufen mit diesem entsprechenden Message-Objekt. Das macht laut Bing. So, dieses Message-Objekt wird dann hier reingegeben, die Liste kopiert und entsprechend aufgerufen, sobald die Registrierung gefolgt ist. So, die Methode wird aufgerufen. Received und die nächste und das Publish ist fertig. So, das war laut. So, noch einmal. Auch hier die entsprechende Iteration. Und auch hier wurde das entsprechend aufgerufen. So, haben wir jetzt gar nicht so gut gesehen, bin ich wohl mal drüber gesprungen. Na gut. Also, Event Aggregator, ereignisbasierte Programmierung ist unter Umständen zu Beginn etwas komisch, etwas schräg, weil alles irgendwo Magic hin und her springt. Wichtig ist nur, aufpassen vor Memory Leaks. Der Event Aggregator muss natürlich immer der gleiche sein und registrieren tut man sich normalerweise im Konstruktor und dann ist alles ganz einfach in der Praxis. In diesem Sinne, viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.